Basis dieser Neuentwicklung ist der luftgekühlte 50S, dessen Hauptteile wie das Getriebe, die Kupplung und die verlässliche kontaktlose Zündanlage übernommen wurden. Neu konzipiert wurde der Kurbeltrieb, Kolbenzylinder und das Kühlsystem. Viele Gründe führten zur Umstellung des Kühlsystems. Dichter Verkehr mit häufigen Ampelstopps in der Innenstadt, wechselnde thermische Belastung des Motors bei geringem Leistungsbedarf. Stopp-Startbetrieb mit häufigem Schalten. Thermisch hochbelastet wird der Motor bei solchen Einsätzen mit niedrigen Fahrgeschwindigkeiten, hohen Drehzahlen, mit stark wechselndem Leistungsbedarf. Auf der Landstraße wird Höchstleistung bei hoher Geschwindigkeit gefordert. Allerdings auch hier unterbrochen durch Wartezeiten an Bahnübergängen und Baustellen. Einem wassergekühlten Motor macht der fehlende Fahrtwind nichts aus. Auch bei Steigungen kennt der wassergekühlte keine Probleme. Selbst die doppelte Last schafft er, ohne zu streiken. Die Wasserkühlung bringt bessere Wärmeableitung aus dem Verbrennungsraum, gleichmäßigere Kühlung des Zylinders und Zylinderkopfes, wirkt geräuschdämpfend in jedem Fahr- und Belastungsbereich. Motor und Kühler bilden eine Einheit. Das gesamte Kühlsystem ist ab Werk mit 1,4 Liter Kühlflüssigkeit gefüllt. Durch die im Motor eingebaute Wasserpumpe ist ein Zwangsumlauf des Kühlmittels gegeben. Bei durchschnittlicher Fahrweise im oberen Drehzahlbereich wird die Kühlflüssigkeit 6 Mal pro Minute umgewälzt. Bei kaltem Motor sorgt ein im Zylinderkopf eingebautes Thermostatventil für schnelles Erreichen der optimalen Betriebstemperatur. Bei 80 Grad Celsius ist der große Kühlkreislauf freigegeben. Nun zu den technischen Daten des Triebwerks. Die Leistung des Motors von 4,6 Kilowatt wird bereits bei 7100 Umdrehungen pro Minute erreicht. Dies entspricht einer Literleistung von 92 Kilowatt oder in alten PS angegeben 125 PS pro Liter Hubraum. Das günstigste Drehmoment von 6,3 Newtonmeter liegt in einem breiten Drehzahlband von 7 bis 8000 Umdrehungen pro Minute.
Der Hubraum trägt 9 Kubikzentimeter. Der Hub mit 39,7 mm ist zum Bohrungsdurchmesser mit 40 mm annähernd quadratisch. Der verringerte Hub, früher beim luftgekühlten 50S 44 mm, bringt eine niedrigere mittlere Kolbengeschwindigkeit. Sie beträgt nur noch 9,39 Metersekunden bei 7100 Umdrehungen pro Minute. Trotz des hohen Verdichtungsverhältnisses von 10 zu 1 wird der Motor mit Normalkraftstoff betrieben. Er wird mit einem Gemisch aus Marken Zweitaktöl und Normalkraftstoff im Verhältnis 1 zu 50 oder 2% Ölanteil geschmiert. Wir werden nun den Motor 50 SW einer lehrgangsmäßigen Generalüberholung unterziehen. Dabei werden wir den Motor baugruppenweise zerlegen, die Einzelteile erklären und beurteilen und danach den Motor ebenso gruppenweise zusammenbauen. Außerdem führen wir die nötigen Einstellungen durch. Soweit wir technische Details hier nicht erörtern, finden Sie die Angaben auf dem Mikrofilmfisch oder in der gedruckten Ersatzteileliste. Sehen wir zu Beginn der Arbeiten auf die Uhr, die sich ergebende Montagezeit kann als Richtzeit gelten. Wir beginnen mit dem Zerlegen erst, wenn wir den Motor nach dem Ausbau aus dem Fahrgestell gründlich gereinigt haben. Kühlwasser und Getriebeöl haben wir bereits aus dem Motor abgelassen. Die Wasserablassschraube, eine Zylinderschraube M10x10, befindet sich an der Unterseite des Motors, dicht neben der Leckwasserbohrung der Wasserpumpe. Das Getriebeöl wird an zwei Stellen abgelassen, und zwar aus dem Kupplungsraum nach Entfernen dieser Schraube, sowie aus dem Getrieberaum nach Herausschrauben der Sechskantschraube an der Motorunterseite. Hier befindet sich auch die Kickstarter Anschlagschraube, die als Profilschraube ausgeführt ist. Wird diese Schraube versehentlich zum Zwecke des Ölablassens herausgedreht, entspannt sich die Kickstarter Feder. Diese lässt sich durch etwa eine halbe Umdrehung der Schwenkkurbel im Uhrzeigersinn und anschließendem Einschrauben der Profilschraube wieder spannen. Wird gegen den Uhrzeigersinn gespannt, rollt sich die Feder auf, sie verformt sich. Versucht man die Anschlagschraube mit Gewalt und ohne die Feder zu spannen einzudrehen, wird das Motorengehäuse zerstört. Zum Zerlegen wird der Motor an die Universalmontagevorrichtung angeschraubt. Sie ermöglicht das Aufspannen aller Motorausführungen des Fichtel und Sachs Programms. Das im Montagebock vorhandene Kugelgelenk erlaubt das Drehen und Kippen des Motors in die bequemste Arbeitsstellung. Außer handelsüblichen Werkzeugen werden auch die in unserer Reparaturanleitung aufgeführten Spezialwerkzeuge benötigt, damit eine einwandfreie Reparatur durchgeführt werden kann. Wir haben den Motor mit zwei Schrauben M8x100 an der Montagevorrichtung befestigt und beginnen nun mit dem Zerlegen. Zuerst bauen wir den Deckel Magnetseite ab. Zum Abbauen des Kettenrades legen wir die passende Kette, die am Hakenschlüssel befestigt ist, über das Kettenrad und lösen die Mutter durch Rechtsdrehen, da hier ein Linksgewinde auf der Welle vorhanden ist.
Nach Entfernen von Mutter- und Federscheibe wird der Kettenradabzieher, in dessen Druckspindel eine Druckbuchse eingebaut ist, angesetzt. Die verstellbaren Schenkel werden durch die beiden Schrauben fixiert. Durch Einschrauben der Druckspindel wird das Kettenrad, das einen Kegelverband hat, abgezogen. Nun zum Ausbau der Zündanlage. Zunächst wird die Mutter abgeschraubt, wozu das Magnetschwungrad mit dem verstellbaren Stirnlochschlüssel angehalten wird. Dann nehmen wir die Unterlegscheibe heraus und setzen eine Schutzkappe für 10 mm Wellendurchmesser auf das Gewinde der Kurbelwelle. Beim anschließenden Einschrauben des Abziehers ist darauf zu achten, dass das Gewinde des Abziehers voll im Abzugsgewinde trägt. Wird es nur wenige Gänge eingeschraubt, reißt beim Abziehen das Gewinde aus der Narbe des Schwungrades. Jetzt werden die drei Zylinderschrauben, die zur Befestigung der Ankerplatte dienen, herausgeschraubt. Die Ankerplatte mit Kabelbaum und Gummitülle wird herausgenommen. Die drei Zylinderschrauben, mit denen die Aluminiumgrundplatte befestigt ist, sind mit Diamantkit gesichert. Soweit nötig sind die Schrauben mit Prellschlägen zu lösen. Die Scheibenfeder wird aus dem Kurbelzapfen genommen und die Schleuderscheibe entfernt. Als nächstes bauen wir den Kühler ab. Der Kühler ist in drei Silentblöcken gelagert. An der oberen Halterung schrauben wir die Mutter ab. Lösen die Schlauchschellen am Zylinderkopf und Motorblock. Und nehmen den Kühler mit den Gummischläuchen ab. Die beiden Gummilager in der oberen Kühlrippe des Zylinders lassen sich von unten herausdrücken. Zur Abstützung des Kühlers ist am Zylinderkopf ein Haltewinkel mit einer Schraube befestigt. Vor dem Abbau des Zylinderkopfes schrauben wir die Zündkerze heraus und bauen den Vergaser ab.
Nach Entfernen der vier Zylinderkopfmuttern heben wir den Zylinderkopf ab. Achtung! Sollten Detailarbeiten am Zylinderkopf bei nach eingebautem Motor durchgeführt werden, darf der Zylinderkopf niemals in heißem Zustand gelöst werden. Verspannungen könnten die Folge sein. Die Abdichtung des Wassermantels erfolgt mit 6 Runddichtringen. 2 dieser Runddichtringe liegen in den Nuten des Zylinderkopfes, 4 in den Aussparungen des Zylinders an den Stiftschrauben. Der Zylinder wird jetzt abgezogen. Dann der zwischen Gehäuse und Zylinder liegende Runddichtring abgenommen. Den Kolben setzen wir auf eine selbstgefertigte Holzgabel und entfernen die beiden Drahtsprengringe. Mit dem Fixierbolzen wird der Kolbenbolzen herausgedrückt. Sollte der Kolbenbolzen festsitzen, benutzen wir den Kolbenbolzenzieher mit der entsprechenden Einsatzbuchse. Dann wird der Kolben abgehoben und das Nadellager aus dem Bläuelauge entfernt. Nun zur Kupplungsseite des Motors. Wir bauen die Kickstarter-Schwenkkurbel ab. Entfernen den Runddichtring und demontieren den Fußschalthebel. Am Deckelkupplungsseite werden die Schrauben herausgedreht und der Deckel abgehoben. Der Deckel ist mit 2 Passhülsen zum Motorgehäuse zentriert. Wir drehen die Schrauben am Pumpenflansch heraus und ziehen die Wasserpumpe aus dem Gehäuse. Anschließend bauen wir die Kupplung aus. Wir entfernen den Druckteller sowie den Sicherungsring und die darunter liegenden Scheiben. Dann ziehen wir die Kupplung mit Vorgelegerad von der Kupplungsnabe ab. Das in der Kupplungsnabe liegende Drucklager, welches den auftretenden Axialdruck während des Kuppelns aufnimmt, nehmen wir heraus.
Nun schrauben wir die Halteplatte mit zwei Schrauben M6x18 am Gehäuse an. Mit ihr halten wir die Kupplungsnarbe an und schrauben die Mutter von der Vorgelegewelle ab. Danach wird die Halteplatte wieder abgeschraubt und die Kupplungsnarbe mit Scheibe abgezogen. Wir nehmen noch die Scheibenfeder aus der Vorgelegewelle. Jetzt bauen wir die beiden Antriebsräder ab. Hierzu wird ebenfalls die passende Halteplatte aufgelegt und festgeschraubt. Dann schrauben wir die Mutter ab und nehmen die beiden Antriebsräder sowie Scheibenfeder und Distanzring ab. Die Halteplatte kann jetzt wieder abgeschraubt werden. Die auf der Schalteinrichtung liegenden Scheiben nehmen wir als nächstes ab. Zum Ausbau der Schalteinrichtung schalten wir in den zweiten Gang, um die Nutmutter besser lösen zu können. Wir entkontern die Nutmutter, schrauben sie ab und nehmen anschließend den Schaltschuh mit der Nutmutter aus dem Schalthebel. Die zwei Innensechskantschrauben mit Anschlagbuchsen schrauben wir heraus . Heben den Schalthebel an und nehmen die Schaltung von der Starterachse. Die auf der Starterachse liegenden Ausgleichsscheiben werden entfernt. Der Schalthebel ist mit der Lagerschraube und einem Dichtring befestigt. Das Gewinde der Lagerschraube ist mit Loctite 270 gesichert und gegebenenfalls mit einem Prellschlag oder Erwärmen zu lösen. Nun zerlegen wir den Motorblock. Dazu schrauben wir zunächst die 10 Zylinderschrauben im Gehäuse heraus. Die 6 Schrauben um das Kurbelgehäuse sind mit Diamantkit gesichert und wenn nötig mit Prellschlägen zu lösen.
Um die beiden Gehäusehälften bequem trennen zu können, haben wir den Motor auf zwei Stiftschrauben gesteckt, welche an einem der Montagebügel befestigt sind. Leichte Schläge mit dem Gummihammer auf die Hauptwelle erleichtern die Trennung der beiden Gehäusehälften. Die Gehäusehälfte Magnetseite heben wir ab. Nun ziehen wir die Kurbelwelle nach oben heraus. Danach werden das Starterrad mit Scheibe und die darunter liegenden Ausgleichsscheiben entfernt. Es folgen die Vorgelegewelle mit Ausgleichsscheiben, dann die Hauptwelle mit Ausgleichsscheiben und dem Rädersatz. Nun können wir die Gehäusehälfte Kupplungsseite von der Montagevorrichtung abnehmen. Aus der Gehäusehälfte Magnetseite bauen wir die Starteinrichtung aus. Dazu wird die Kickstarter-Schwenkkurbel auf die Starterachse gesteckt und so weit in Startrichtung gedreht, bis sich das Sperrrad von der Anschlagschraube abhebt. Dabei entspannt sich die Kickstarterfeder. Starterachse, Sperrrad, Kickstarterfeder sowie die 1 mm dicke Scheibe nehmen wir aus dem Gehäuse. Ist die Kickstarter-Anschlagschraube beschädigt, wird sie ebenfalls entfernt. Damit ist der Motor in seine Hauptteile zerlegt. Am offenen Motor sollten Sie spätestens entscheiden, ob eine Generalüberholung noch vertretbar ist oder der Teile- und Zeitaufwand so hoch wird, dass Sie auf das Sachs-Motor-Austauschsystem zurückgreifen sollten. Es bietet folgende Vorteile: raschere Instandsetzung, damit kürzere Wartezeiten für die Kunden, günstige Austauschpreise im Vergleich zum Neupreis und zu Einzelreparaturen und nicht zu vergessen, 6 Monate Garantie auf den werksüberholten Motor. Sollten Sie sich für eine eigene Generalüberholung entscheiden, zerlegen wir die Baugruppen jetzt weiter in Einzelteile. Wir erläutern, welche Teile auf Verschleiß zu prüfen und zu erneuern sind und komplettieren den Motor wieder abschnittweise. Bei einer generellen Überholung des Motors müssen in jedem Fall sämtliche Dichtungen erneuert werden. Hierfür liefert Fichtel und Sachs einen kompletten Dichtungssatz. Zunächst zum Gehäuse. Nach der äußerlichen Prüfung auf Brüche, Risse oder Steinschlag- und Salzschäden kontrollieren wir die Gewinde für Lagerschraube und Wasserablassschraube. Ist das Gewinde M10x1 für die Ölablassschraube beschädigt, gibt es dazu eine größere Ersatzschraube, M12x1. Das Gewinde ist neu einzuschneiden. Nicht mehr reparabel ist ein Gehäuse, bei dem die Profilschraube ohne Vorspannen des Kickstarters mit Gewalt eingeschraubt wurde. Bei einem Gehäuseschaden ist der Motor nicht mehr tauschfähig. Eine Ersatzlieferung einzelner Gehäusehälften ist nicht möglich, da das Gehäuse in zusammengespanntem Zustand fertig bearbeitet wird. Die Gehäusehälften sind mit einer Paarungsnummer gezeichnet. Achtung bei Überholung mehrerer gleicher Motortypen. Ist die Buchse in der Gehäusehälfte Kupplungsseite für die Pumpenwelle ausgeschlagen, wechseln wir sie aus.
Die Buchse darf nicht herausgebohrt werden, da sonst das Gehäuse beschädigt wird. Wir wechseln sie wie folgt aus. In die defekte Buchse schneiden wir ein Gewinde M6. Die Buchse wird mit einem Selbstbauwerkzeug herausgezogen. Die Skizze dazu finden Sie in der Reparaturanleitung. Die Ausziehvorrichtung ist mit zwei Schrauben am Gehäuse befestigt. Durch Aufschrauben der Mutter wird über die Zugschraube die Buchse ausgezogen. Mit dem selbstgefertigten Einpressstempel pressen wir die neue Buchse mit Anfasung voraus bis zum Anschlag ein. Auch für den Einpressstempel finden Sie eine Skizze in der Reparaturanleitung. Die Lager- und Lageraußenringe werden nach Erwärmen der Gehäusehälften auf ca. 70 bis 80 Grad Celsius ausgebaut. Schlagen wir sie jetzt auf, lösen sich die Lager. Die alten Wellendichtringe pressen wir aus. Nach Reinigung der Gehäusehälften bauen wir die neuen Lager- und Wellendichtringe ein. Vor dem Einbau werden die Rillen aller Dichtringe mit Heißlagerfett gefüllt und die Dichtlippen leicht eingestrichen. Als erstes wird der zur Abdichtung des Kurbelwellenraumes zur Kupplungsseite sitzende Wellendichtring bis zum Anschlag eingepresst. Wird der Dichtring nur bündig montiert, dann ist die Ölbohrung zur Schmierung des Schulterlagers verschlossen. Schmiermangel wäre die Folge. Anschließend wird das Gehäuse auf maximal 80 Grad Celsius erwärmt. Zur Temperaturkontrolle können wir dabei Temperaturmessgeräte oder Farbstifte verwenden. Dann wird der Außenring des Schulterlagers bis zum Anschlag in das erwärmte Gehäuse eingesetzt. Es folgen noch die beiden Rillenkugellager für die Hauptwelle und die Vorgelegewelle, und zwar jeweils bis zum Anschlag. Das Rillenkugellager an der Kurbelwelle hat keinen Anschlag. Es wird, nachdem das Gehäuse etwas abgekühlt ist, bündig eingepresst. Natürlich dürfen Sie nicht vergessen, sämtliche Lager nach dem Erkalten des Gehäuses nachzupressen. In der Gehäusehälfte Magnetseite haben wir den Außenring des Schulterlagers bis Anschlag und das Rillenkugellager für die Hauptwelle ebenfalls bis Anschlag montiert. Nun wird die Profilscheibe am Vorgelegelager eingesetzt. Sie ist durch ihr Profil im Gehäuse fixiert. Durch die große Öffnung tritt Öl durch das Lager hinter die Scheibe und läuft durch die Bohrung in die hohle Vorgelegewelle. Durch die Bohrungen schmiert es das in der Kupplungsnarbe sitzende Drucklager und die Bronzebuchse im Vorgelegerad. Wird diese Scheibe nicht eingebaut, werden in kurzer Zeit das Drucklager und die Bronzebuchse im Vorgelegerad zerstört. Vom Vorgelegerad der Kupplung wird das Getriebeöl auf die Ölfangrinne geschleudert, über eine Öffnung in das Getriebe geleitet und schmiert die Getrieberäder. Zurück zur Montage. Nachdem das Rillenkugellager an der Vorgelegewelle eingepresst wurde, haben wir auch hier bei kaltem Gehäuse die Lager nachgepresst. Nun pressen wir den Wellendichtring für das Lager der Hauptwelle mit der Dichtlippe nach innen ein, und zwar so weit, bis er bündig ist. Den Wellendichtring an der Kurbelwellenlagerung pressen wir ebenfalls bündig ein. Achtung, nicht zu weit einpressen, da sonst die Ölbohrung verschlossen wird
und das Schulterlager keine Schmierung erhält. Nun zur Kurbelwelle. Wir zeigen einige Schäden, die aufgrund unsachgemäßer Handhabung des Fahrzeugs oder des Motors entstehen. Zunächst ein typischer Pleuelschaden, hervorgerufen durch Blockieren des Motors, zum Beispiel Kolbenfresser. Der Kolbenfresser kann auftreten bei Überdrehzahl, etwa bei Verschalten oder bei langer Talfahrt mit geschlossenem Gasschieber, also Schmiermangel. Das Pleuel kann auch verbiegen durch Flüssigkeitsschlag. Folgeschaden, Kolbenfresser, Endstadium, abgerissenes Pleuel. Nun zum Prüfen der Kurbelwelle. Hier kontrollieren wir das Pleuelauge und das Hubzapfenlager. Sind auf Höhe der Wellendichtringe Einlaufriefen sichtbar, muss die Kurbelwelle ausgewechselt werden. Als nächstes prüfen wir die Kurbelwelle auf Rundlauf. Wir haben die Abrollvorrichtung so eingestellt, dass die Aufnahmepunkte an den Lagerstellen der Kurbelzapfen anliegen. Die Kurbelwelle muss noch frei beweglich sein. An der Aufnahmevorrichtung sind zwei Messuhren montiert, deren Messspitzen auf die Kurbelzapfen und zwar an den zylindrischen Enden angelegt werden. An beiden Messuhren darf der Zeiger maximal 0,015 mm anzeigen. Bei größerem Ausschlag ist die Kurbelwelle zu erneuern. Nun zum Auswechseln der Kurbelwellenlager. Wir drücken zunächst die Kugelkäfige von den Lagerinnenringen ab. Zum Abziehen der Lagerinnenringe benutzen wir eine spezielle Abziehvorrichtung. Diese Abziehvorrichtung besteht aus der Abziehhülse mit Druckschraube, dem Spannring und den Abziehschalen. Wir setzen die Abziehhülse mit den beiden Schalen an der Rille des Innenringes an, schieben den Spannring darüber. Durch Einschrauben der Druckspindel ziehen wir den Lagerinnenring ab. Schließlich nehmen wir noch die Ausgleichsscheiben ab. Den zweiten Ring ziehen wir genauso ab. Vor der Wiedermontage messen wir das Axialspiel der Kurbelwelle aus, um die Dicke der Ausgleichsscheiben zu ermitteln, die unter den Lagerinnenringen aufzulegen sind. Das zulässige Axialspiel beträgt 0,05 mm bis 0,1 mm. Betrachten wir ein Beispiel. Beginnen wir mit der Gehäusehälfte Kupplungsseite. Wir messen mit dem tiefen Maß von der Dichtfläche mit Dichtung auf den Lagerinnenring. Es ergeben sich 15,9 mm. Dazu addieren wir das Maß der Gehäusehälfte Magnetseite. Messstelle hier von der Dichtfläche auf den Lagerinnenring mit Kugelkäfig. Plus 25,8 mm. Ergibt ein Maß im Kurbelgehäuse von 41,7 mm. Davon wird das Maß der Kurbelwelle über beide Wangen gemessen abgezogen, also minus 40,2 mm. Das vorhandene Axialspiel ist 1,5 mm. Davon wird das zulässige Axialspiel von 0,1 mm abgezogen. Ergibt die auszugleichende Differenz von 1,4 mm. Diese Differenz wird mit Scheiben, die unmittelbar unter den Lagerinnenringen aufgelegt werden, ausgeglichen.
Zu beachten ist, auf der Magnetseite wird eine 0,8 mm dicke Scheibe mit der Anfasung zur Wange zeigend aufgelegt. Der Rest der ermittelten Scheiben wird auf der Kupplungsseite beigelegt. Zur Montage der Lagerinnenringe haben wir die Kurbelwange mit der Zwischenplatte abgestützt. Die Kurbelwelle muss frei auflegen. Wir legen die Ausgleichsscheiben auf und pressen die auf maximal 120 Grad Celsius erwärmten Lagerinnenringe bis zum Anschlag auf. Achten Sie darauf, dass die Lagerinnen- und Außenringe nicht vertauscht werden. Die Kurbelwelle ist damit einbaufertig. Nun zur Prüfung der Getriebeteile. Wir kontrollieren die Haupt- und Vorgelegewelle sowie die Schalträder. Zunächst die Hauptwelle. Wir prüfen den Schaft der Welle, ob die Laufstellen der Schalträder einwandfrei sind. Stellen wir zum Beispiel fress- oder blau angelaufene Stellen fest, muss die Hauptwelle erneuert werden. Ist nur der Schaltkeil der Hauptwelle an den Enden abgerundet oder abgerissen, wechseln wir ihn aus und kontrollieren zugleich die Schalträder. Hat sich an den Mitnehmern ein Grat gebildet oder sind die Mitnehmer stark abgerundet, müssen die Schalträder ausgewechselt werden. Beschädigungen an den Schalträdern und am Schaltkeil können durch eine schlecht trennende Kupplung oder Schalten ohne Kupplungsbetätigung hervorgerufen werden. Dies kann sogar zum Bruch der Schalträder oder zum Abbrechen der Zähne führen. Wir prüfen auch gleich noch die Vorgelegewelle. Sind die Räder auf der Welle lose, Zähne beschädigt oder Fressstellen an den Laufflächen für Drucklacher und Bronzebuchse festzustellen, dann muss die Vorgelegewelle ausgewechselt werden. Nun zum Auswechseln des Schaltkeils. Wir verschieben zunächst die Ringfeder und nehmen die Druckfedern und Näpfe heraus. Die Hauptwelle wird mit Hilfe von Aluminiumbacken leicht in den Schraubstock eingespannt. Dabei soll der Schaltkeil leicht an den Alubacken. Die Stange prüfen wir, ob sie verbogen ist. Weiterhin kontrollieren wir die Laufflächen der Näpfe auf Druckstellen und Einlaufriefen. Ist eine Beschädigung festzustellen, dann muss die Schaltstange erneuert werden. Jetzt bauen wir die Hauptwelle wieder zusammen. Die Gewinde im Schaltkeil und an der Schaltstange werden vor der Montage entfettet und mit Loctite TL270 eingestrichen. Da der Schaltkeil nicht seitengleich ist, setzen wir ihn so in die Hauptwelle ein, dass die abgefaste Seite der Gewindebohrung zum Gewinde der Schaltstange zeigt. Schaltstange und Schaltkeil werden dann fest verschraubt. Kontrollieren Sie nach der Montage die Schaltstange auf Leichtgängigkeit. Übrigens wird nun eine neue Schaltstange ohne aufgeschraubte Nutmutter eingebaut. Die Nut ist eingedreht. Diese Schaltstange ist ohne weiteres gegen die alte Schaltstange auszuwechseln. Wir setzen Näpfe und Druckfedern in die Hauptwelle ein und sichern sie mit der Ringfeder.
Bevor wir die Hauptwelle montieren, muss das Axialspiel ausgemessen werden. Das zulässige Axialspiel beträgt 0,1 mm. Dazu wieder ein Maßbeispiel. Gehäusehälfte Magnetseide. Maß von der Dichtfläche mit Dichtung auf den Lagerinnenring 42,7 mm. Gehäusehälfte Kupplungsseide. Maß von der Dichtfläche auf den Lagerinnenring plus 12,1 mm. Ergibt das Maß 54,8 mm. Abzüglich Maß der Hauptwelle mit der angefassten 1 mm dicken Scheibe minus 53,3 mm ergibt ein vorhandenes Axialspiel von 1,5 mm. Davon wird das zulässige Axialspiel abgezogen, minus 0,1 mm, bleibt eine auszugleichende Differenz von 1,4 mm. Sie wird mit Scheiben, die wir anschließend auf die Hauptwelle auflegen, ausgeglichen. Wir bauen nun die Hauptwelle ein. Dazu ist die Gehäusehälfte Kupplungsseide auf zwei an der Montagevorrichtung angeschraubte Gewindebolzen gesteckt. Die 1 mm dicke Scheibe wird mit der Ansenkung nach oben auf das Rillenkugellager aufgelegt und die Hauptwelle eingesetzt. Danach legen wir die Schalträder, die leicht eingeölt sind, auf. Wir beginnen mit dem Schaltrad für den ersten Gang. Es wird mit dem Einstich nach oben aufgelegt. Anschließend bringen wir den Schaltkeil in die Leerlaufstellung. Danach legen wir einen der vier Distanzringe auf. Sie haben übrigens alle die gleichen Abmessungen. Nun folgt das Schaltrad des zweiten Ganges. Dabei zeigt der doppelte Einstich nach unten. Die richtige Montage der beiden Schalträder lässt sich kontrollieren, wenn wir die Hauptwelle festhalten und die beiden Räder drehen. Bei falscher Montage blockiert das zweite Gangrad oder streift mit der Verzahnung am Schaltkeil. Jetzt legen wir den zweiten Distanzring, dann das Schaltrad des dritten Ganges, es ist seitengleich, und einen weiteren Distanzring auf. Es folgen das ebenfalls seitengleiche Schaltrad des vierten Ganges und der vierte Distanzring. Das Schaltrad des fünften Ganges legen wir mit dem Einstich nach unten auf. Dann folgen so viele Ausgleichsscheiben, dass zwischen dem Bund der Hauptwelle und dem Rädersatz ein Axialspiel von 0,1 mm vorhanden ist. Anschließend werden die im Maßbeispiel ermittelten Ausgleichsscheiben aufgelegt. Dazu wird die Ringfeder zusammengedrückt. Nun zum Ausmessen des Axialspiels der Vorgelegewelle. Auch hier beträgt das zulässige Axialspiel 0,1 mm. Auch hierzu ein Maßbeispiel. Gehäusehälfte Magnetseide. Maß von der Dichtfläche mit Dichtung auf den Lagerinnenring 42,1 mm. Gehäusehälfte Kupplungsseide.
Auch hier stellen wir das Maß von der Dichtfläche auf den Lagerinnenring fest. Plus 32,1 mm. Dies ergibt das Maß von Lagerinnenring zu Lagerinnenring von 74,2 mm. Abzüglich Maß der Vorgelegewelle, gemessen vom Bund am Vorgelegerad, fünfter Gang, bis zum Bund am Lagerzapfen, das sind 73,1 mm. Die Differenz ergibt ein vorhandenes Axialspiel von 1,1 mm. Davon wird das zulässige Axialspiel abgezogen, minus 0,1 mm, bleibt eine auszugleichende Differenz von 1 mm. Wir setzen die Vorgelegewelle ein und legen die Ausgleichsscheiben auf den Bund der Vorgelegewelle auf. Nun zur Kickstarter-Einrichtung. Starterachse, Sperrrad, Starterrad und Kickstarterfeder unterziehen wir einer Sichtprüfung. Zunächst die Starterachse. Wir kontrollieren, ob sie verbogen oder die Längs- oder Vielverzahnung beschädigt ist. Am Sperrrad prüfen wir den Anschlag auf Druckstellen und Gradbildung und die Innenverzahnung sowie die an der Stirnseite befindliche Sägeverzahnung an Sperrrad und Starterrad auf Abnutzung. Zum Schluss prüfen wir noch die Kickstarterfeder. Zur Kontrolle ziehen wir eine neue heran. Bei der defekten Feder wurde der Kickstarter falsch vorgespannt. Bevor wir die Starteinrichtung montieren, messen wir das Axialspiel der Starterachse aus. Zulässig sind hier ebenfalls 0,1 mm. Dazu wieder ein Maßbeispiel. Gehäusehälfte Magnetseite. Maß von der Dichtfläche mit Dichtung auf den Bund für die Starterachse 38,3 mm. Gehäusehälfte Kupplungsseite. Maß von der Dichtfläche auf die Starterradauflage 14,3 mm. Ergibt das Maß 52,6 mm. Davon ab. Starterachse mit Scheibe 1 mm dick, Starterrad sowie eine weitere 1 mm dicke Anlaufscheibe, insgesamt 51 mm. Vorhandenes Axialspiel 1,6 mm. Davon wird das zulässige Axialspiel abgezogen, minus 0,1 mm, ergibt eine auszugleichende Differenz von 1,5 mm. In die Gehäusehälfte Kupplungsseite legen wir nun diese eingefederten Ausgleichsscheiben auf die Lagerung der Starterachse. Darauf wird das Starterrad gesetzt und die 1 mm dicke Scheibe aufgelegt. In die Gehäusehälfte Magnetseite schrauben wir die Kickstarter Anschlagschraube mit Dichtring ein. Das Anzugsmoment beträgt 25 bis 30 Newtonmeter. Auf die Lagerung der Starterachse legen wir die 1 mm dicke Scheibe mit etwas Fett . Die Kickstarter-Feder setzen wir mit dem abgewinkelten Ende in die erste Aussparung von unten. Das Sperrrad wird auf die Kickstarter-Feder gesteckt
und dabei das Federende in die Bohrung des Sperrrades eingeführt. Die Starterachse schieben wir mit dem Lagerzapfen voraus in das Sperrrad und in die Lagerung im Gehäuse ein. Achten Sie darauf, dass sich die 1 mm dicke Scheibe nicht verschiebt. Nun stecken wir die Kickstarter-Schwenkkurbel auf, spannen die Kickstarter-Feder in Startrichtung vor und drücken das Sperrrad nach unten. Das Sperrrad lässt man an der Anschlagschraube anliegen und entfernt die Kickstarter-Schwenkkurbel. Bevor wir die Gehäusehälfte der Magnetseite aufsetzen, bauen wir die Kurbelwelle ein. Die Dichtlippen der beiden Wellendichtringe haben wir mit Heißlagerfett bestrichen und die Lager eingeölt. Als nächstes werden die beiden Passbuchsen eingesetzt und die Dichtflächen beider Gehäusehälften mit Dichtungsmasse Nummer 40 bestrichen. Die Gehäusedichtung wird aufgelegt und die Gehäusehälfte Magnetseite aufgesetzt. Da die auf der Hauptwelle sitzende Ringfeder nicht sofort in den Lagerinnenring gleitet, bleibt ein kleiner Luftspalt zwischen den Gehäusehälften. Mit einem kräftigen Schlag auf die obere Gehäusehälfte schiebt sich der Lagerinnenring über die Ringfeder. Ein Schlag genügt. Wird mehrmals auf die Gehäusehälfte geschlagen, prellt diese zurück. Dadurch verschiebt sich der Rädersatz und auch die darauf liegenden Ausgleichsscheiben. Die Hauptwelle steht unter Druck. Nun schrauben wir die Gehäusehälften zusammen. Die 6-Zylinderschrauben M6x52 für den Kurbelwellenraum werden in Diamantkit getaucht. Die restlichen 4-Zylinderschrauben M6x75 werden trocken montiert. Das Anzugsmoment der 10 Schrauben beträgt 8 bis 10 Newtonmeter. Nach dem Zusammenschrauben überprüfen wir die Leichtgängigkeit der Kurbelwelle, der Hauptwelle, der Vorgelegewelle und der Starterachse. Für die weiteren Arbeiten ist der Motor mit 2 Schrauben im 8x100 und Muttern an der Montagevorrichtung angebaut. Mit der Wellendichtring-Ausziehvorrichtung können Wellendichtringe entfernt werden, ohne dass wir die Motoren zerlegen müssen.
Der Auszieher ist umrüstbar mit drei Größen von Hakenpaaren, entsprechend den unterschiedlichen Größen der Wellendichtringe. Für die Wellenenden werden keine Schutzkappen benötigt, da der Wellendichtring-Auszieher mit einem kleinen Drucklacher versehen ist. Nun ein praktisches Beispiel. Der Dichtring wird mit einem Prellschlag gelöst. Um den Stahlrand des Wellendichtringes mit den Haken fassen zu können, ist zunächst ein Schenkel des Abziehers demontiert. Nach dem Einhaken des Abziehers werden die Schenkel mittels Stellschrauben gespreizt. Gleichzeitig wird der Druckbolzen zum Wellenende vermittelt. Der Wellendichtring kann dann herausgezogen werden. Jetzt der Einbau. Die Dichtlippe des neuen Wellendichtringes wird mit Heißlagerfett versehen, der Dichtring aufgesetzt und mit einem passenden Rohrstück seinem Einbaumaß entsprechend montiert. Nun zur Schalteinrichtung. Wir werden sie zerlegen und prüfen, dann einbauen und anschließend die Schalteinstellung vornehmen. Zum Zerlegen der Schaltung heben wir den Sicherungsring an der Schaltachse ab und nehmen anschließend die Ausgleichsscheiben die Schaltnabe weitere Ausgleichsscheiben und die Schaltklinkenfeder ab. Es folgen der Sicherungsring an der Schaltklinke, die Ausgleichsscheiben, die Schaltklinke selbst sowie eine konstante Scheibe. Nun wird die Rückholfeder entspannt und abgehoben. Aufnahmeplatte und Anlaufscheibe können dann abgehoben werden. Alle Teile werden gereinigt und auf Abnutzung geprüft. An der Schaltachse kontrollieren wir die Einstiche für die Sicherungsringe und die Vielverzahnung, des Weiteren die Kanten an der Schaltklinke und der Schaltnabe. An der Schaltnabe prüfen wir außerdem die Führungsnut und am Schalthebel den Führungszapfen. Die Schalteinrichtung ist in Einzelteilen oder als Zusammenbau lieferbar. Nun zum Zusammenbauen der Schaltung. Wir stecken zunächst eine 0,3 mm dicke Anlaufscheibe auf die Schaltachse und setzen die Aufnahmeplatte darauf. Dann legen wir eine 0,5 mm dicke Ausgleichsscheibe auf den Bolzen des Sperrhebels und stecken die Schaltklinke mit dem abgewinkelten Anschlag nach unten auf. Das Axialspiel der Schaltklinke soll nach dem Auflegen von Ausgleichsscheiben und dem Einsetzen des Sicherungsringes 0,1 mm betragen.
Nun setzen wir die Schaltklinkenfeder auf. Der abgekröpfte Schenkel muss dabei über dem geraden Schenkel liegen. Die Feder richten wir so aus, dass die beiden Schenkel am Winkel der Aufnahmeplatte und Schaltklinke anliegen. Dadurch ist die Mittelstellung der Schaltklinke gegeben. Danach werden Ausgleichsscheiben aufgelegt, dass die Schaltnarbe zur Schaltklinke vermittelt ist. Es folgen weitere Ausgleichsscheiben bis zur Unterkante des Einstiches in der Schaltachse. Dann montieren wir den Sicherungsring. Die Schaltnarbe darf kein fühlbares Axialspiel haben, muss sich aber leicht drehen lassen. Wir setzen nun noch die Rückholfeder ein. Dazu wird von oben gesehen, der gerade Schenkel an der rechten Seite des Winkels der Aufnahmeplatte angelegt und der abgekröpfte Schenkel darüber gezogen, bis er einrastet. Damit ist die Schalteinrichtung wieder komplett und einbaufertig. Im Gehäuse fixieren wir den Schalthebel mit Lagerschraube und Dichtring. Da die Lagerschraube mit Loctite 270 eingesetzt wird, muss zuvor das Gewinde der Schraube und im Gehäuse entfettet werden. Das Anzugsmoment beträgt 15 Newtonmeter. Wir schieben die zusammengebaute Schaltung auf die Kickstarterachse, drücken die Aufnahmeplatte nach unten und prüfen das Axialspiel der Schaltwelle. Das vorhandene Axialspiel wird mit Ausgleichsscheiben abgebaut. Die Schaltung wird ohne Axialspiel eingebaut, sie darf aber nicht unter Druck stehen. Der Zapfen des Schalthebels wird in die Schaltnarbe eingesetzt und die Schaltung nach unten gedrückt. Dann wird die Aufnahmeplatte in ihren Langlöchern vermittelt und mit zwei Innensechskantschrauben M6x25 mit Federringen und Anschlagbuchsen festgeschraubt. Bei eingebauter Schalteinrichtung muss der Schalthebel in Mittelstellung zurückkehren. Andernfalls liegen zu viele Ausgleichsscheiben unter der Aufnahmeplatte. Den Schaltschuh setzen wir bei der ersten Ausführung so in den Schalthebel ein, dass die offene Seite zur Schaltung zeigt. In den Schaltschuh setzen wir die Nutmutter mit dem dünnen Bund nach oben ein und schrauben sie bündig auf die Schaltstange. Bei der zweiten Ausführung wird der Schaltschuh mit der geschlossenen Seite zur Schaltung montiert. Der Zapfen des Schalthebels wird in die Schaltnarbe eingeführt, die Schaltung nach unten gedrückt und dann, wie bereits gezeigt, die Lagerschraube und Schalteinrichtung montiert. Nun zur Schalteinstellung. Die Schaltbewegungen des Fußschalthebels müssen synchron mit den Schaltstangenwegen von Arretierung zu Arretierung übereinstimmen. Hierbei gehen wir folgendermaßen vor. Im dritten Gang wird der Abstand von der Gehäusedichtfläche auf die Achse des Schaltschuhes gemessen. Er soll 23,2 mm betragen. Wird ein anderes Maß festgestellt,
wird durch Verstellen der Notmutter korrigiert. Nun wird die Notmutter festgehalten und mit der Mutter M6 gekontert. Danach muss der Abstand nochmals nachgemessen werden. Dieser Ausmessvorgang entfällt bei Verwendung der Schaltstange zweiter Ausführung, da durch die eingedrehte Not dieses Maß vorgegeben ist. Voraussetzung ist, dass der Schaltkeil mit der Anfassung richtig montiert wurde. Die weitere Schalteinstellung ist bei beiden Versionen gleich. Wir sind noch im dritten Gang und heben nun die Schaltklinke in die Verrastung des zweiten Ganges. In dieser Stellung halten wir den Fußschalthebel auf Anschlag fest. Nun kontrollieren wir, ob sich die Schaltklinke bewegen lässt. Hier ist kein Spiel vorhanden. Jetzt heben wir die Klinke in die Raste des vierten Ganges und halten den Schalthebel ebenfalls auf Anschlag fest. Hier ist sehr viel Spiel festzustellen. An der Schaltklinke darf beiderseits kein Spiel, beziehungsweise in beiden Schaltstellungen nur geringes, gleiches Spiel festzustellen sein. Ist das Spiel, wie zum Beispiel in der Raste des vierten Ganges, zu groß, lösen wir die beiden Innensechskantschrauben und verschieben die Aufnahmeplatte in Richtung Vorgelegewelle. Die Aufnahmeplatte wird anschließend festgezogen und das Spiel zwischen Klinke und Nabe in beiden Schaltstellungen nachkontrolliert. Nochmals kurz zur Vertiefung. Dritter Gang einlegen, in zweite Gangraste überspringen, Spiel prüfen. In vierte Gangraste überspringen, Spiel prüfen. Ist das Spiel jedoch in beiden Fällen zu groß, dann ist entweder die Schalteinrichtung falsch ausgeglichen oder Verschleiß in der Kurve der Schaltnabe und dem Zapfen des Schalthebels vorhanden. Danach wird, um ein Überschalten zu vermeiden, vom dritten in den zweiten Gang geschaltet. Der Fußschalthebel auf Anschlag festgehalten, die Innensechskantschraube gelöst, die Anschlagbuchse leicht an die Schaltklinke angelegt und die Schraube angezogen. Dabei darf sich die Anschlagbuchse nicht mehr verdrehen. Jetzt wird vom zweiten in den dritten Gang geschaltet und die Anschlagbuchse wie vorher an die Schaltklinke angelegt. Die Innensechskantschrauben ziehen wir mit 12 bis 15 Newtonmeter an. Als nächstes besprechen wir die Kupplung und bauen sie anschließend ein. Zunächst zerlegen wir die Kupplung. Zum Entspannen der Kupplungsfedern werden die drei Innensechskantschrauben M6x14 nacheinander gegen drei Innensechskantschrauben M6x20 ausgewechselt. Danach drehen wir die langen Schrauben wechselseitig heraus. Nun wird das Vorgelegerad abgenommen
Dann die Kupplungslamellen sowie die Druckfedern aus dem Kupplungskorb herausgenommen. Die Kupplungsteile prüfen wir auf Verschleiß. Neue Reibstofflamellen haben eine Dicke von ca. 3,3 mm. Ein Abrieb bis zu 0,3 mm ist zulässig. Verbrannte oder frühzeitig verschlissene Belege sind auf falsche Kupplungseinstellung oder unsachgemäße Fahrweise, zum Beispiel Fahren mit schleifender Kupplung oder Kavalierstarts und so weiter, zurückzuführen. Bei den Stahllamellen sind die abgebogenen Nasen auf Verschleiß zu prüfen. Die Aussparungen im Kupplungskorb für die Stahllamellen dürfen nicht eingeschlagen sein. Die Leichtgängigkeit wird mit einer neuen Stahllamelle kontrolliert. Die Drucklamelle prüfen wir ebenfalls. An der Kupplungsnarbe prüfen wir die Längsverzahnung mit einer neuen Reibstofflamelle und am Vorgelegerad die Schrägverzahnung sowie die Lagerbuchse. Ist die Lagerbuchse eingelaufen oder zeigt sie Fressstellen, wechseln wir sie aus. Diese Lagerbuchse wird einbaufertig geliefert. Bauen wir nun die Kupplung wieder zusammen. Die Kupplungsnarbe wird über den Hals des Vorgelegerades gesteckt. Jetzt werden nacheinander die Reibstoff- und Stahllamellen aufgelegt. Dabei müssen die abgebogenen Nasen an den Stahllamellen nach oben zeigen. Nun wird die Drucklamelle aufgelegt. Mit dem Kupplungskorb werden die Reibstoff- und Stahllamellen zentriert. Ebenso werden die Gewindelöcher des Kupplungskorbes mit den Bohrungen im Vorgelegerad zentriert. Der Kupplungskorb wird dann vorsichtig abgehoben. Die 6 Druckfedern setzen wir mit etwas Fett so auf die Nocken, dass die Nocken über den abgebogenen Nasen jeweils frei bleiben. Nun stecken wir den Kupplungskorb auf. Dabei müssen wir darauf achten, dass die Federn durch die Nocken des Kupplungskorbes geführt werden. Die Kupplungsnarbe und das Vorgelegerad zentrieren wir mit einer Vorgelegewelle oder mit einem selbstgefertigten Zentrierbolzen. Eine Skizze dieses Zentrierbolzens befindet sich in der Reparaturanleitung. Zum Spannen der Druckfedern schieben wir die soweit zusammengebaute Kupplung bis zur Werkbankkante, drehen von unten wechselseitig 3 Innensechskantschrauben M6x20 ein und spannen damit die Lamellen vor, dass sie sich nicht verschieben. Wird das Kupplungspaket jedoch umgedreht, bevor die Federn gespannt sind, verschieben sich die unten liegenden Lamellen, da diese vom Kupplungskorb nicht geführt werden. Dies würde sich beim Einbau bemerkbar machen, denn die so zusammengebaute Kupplung ließe sich nicht auf die Vorgelegewelle bzw. Kupplungsnarbe schieben. Das Kupplungspaket wird nun mit den langen Schrauben gespannt.
Danach wechseln wir die drei langen Schrauben nacheinander gegen die entfetteten und mit Loctite 270 bestrichenen Innensechskantschrauben M6x14 aus. Das Anzugsmoment für diese Schrauben beträgt 11 bis 12 Newtonmeter. Zum Schluss werden Kupplungsnabe und Zentrierbolzen bzw. die Vorgelegewelle wieder herausgenommen. Nun zum Einbau der Kupplung. Zunächst bauen wir die Antriebsräder an der Kurbelwelle an. Zuerst wird der 3,5 mm dicke Distanzring auf den Kurbelzapfen gesteckt, dann die Scheibenfeder eingesetzt. Das Antriebszahnrad für die Kupplung sowie das Zahnrad für die Wasserpumpe werden aufgesteckt. Das Gewinde der Kurbelwelle und der Mutter wird entfettet, anschließend in die Mutter etwas Loctite 270 gegeben. Die zum Anziehen der Mutter nötige Halteplatte wird mit zwei Schrauben am Gehäuse befestigt. Die Mutter wird mit 65 bis 80 Newtonmeter festgezogen. Dann wird die Halteplatte wieder entfernt. Nach dem Einsetzen der Scheibenfeder in die Vorgelegewelle stecken wir die Kupplungsnabe auf und legen die Profilscheibe ein. Die Mutter schrauben wir mit dem angedrehten Bund nach unten auf. Danach befestigen wir die Halteplatte am Gehäuse. Die Mutter wird mit 80 bis 90 Newtonmeter festgezogen. Die Halteplatte können wir nun wieder abnehmen. In die Kupplungsnabe legen wir folgende Teile ein. Eine Druckscheibe mit der Rille nach oben, den Kugelhalter und eine weitere Druckscheibe mit der Rille nach unten. Die vormontierte Kupplung wird auf die leicht eingeölte Kupplungsnabe und die Vorgelegewelle gesteckt. Wir legen die Ausgleichsscheiben auf und setzen den Sicherungsring ein. Das Axialspiel der Kupplung soll 0,1 mm betragen. Den Druckteller stecken wir mit den abgebogenen Nasen in die Aussparungen des Vorgelegerades. Nun zum Gehäusedeckel Kupplungsseite. Darin ist der Kurvennapf zur Betätigung der Kupplung eingebaut. Zum Ausbauen des Kurvennapfes entsichern wir die Sechskantschraube und drehen sie heraus. Wir entfernen die Gabelfeder und nehmen den Kurvennapf heraus. Dabei hängen wir die Zugfeder aus.
Zum Auswechseln der Führungsbuchse für die Schalteinrichtung und des Wellendichtringes wird der Gehäusedeckel auf 70 bis 80 Grad Celsius erwärmt. Wenn wir ihn jetzt auf einen Holzklotz aufschlagen, fallen beide Teile heraus. In den noch warmen Gehäusedeckel pressen wir die neue Buchse auf Anschlag. Ebenso den neuen Wellendichtring bündig ein. Die Dichtlippe zeigt dabei zur Innenseite des Deckels. Die Gleitflächen für den Kurvennapf werden dünn mit Molykodepaste eingestrichen. Nun setzen wir den Kurvennapf, an dem sich eine Sicherungslasche mit Stellschraube und Gewindestift befindet, ein. Die Zugfeder hängen wir am Kerbnagel ein. Die Gabelfeder legen wir mit den abgekröpften Enden nach oben auf den Kurvennapf. Zum Abschluss drehen wir die Sechskantschraube M5x10 mit Sicherungsblech ein und vermitteln die Gabelfeder zum Kurvennapf. Danach ziehen wir die Schraube fest und sichern sie durch Umbiegen des Sicherungsbleches zum Schraubenkopf. Nun zur Wasserpumpe. Zum Zerlegen schrauben wir die Mutter ab. Entfernen den Mitnehmer sowie Zahnrad und Bundbuchse. Den Pumpenflansch heben wir nun ab. Die Pumpenwelle wird als Ersatzteil komplett geliefert. Auf der Welle sind der Gleitring, ein Runddichtring und das Pumpenrad montiert. Diese Teile können auch einzeln bezogen werden. Aus dem Pumpenflansch lassen sich Rillenkugellager, Gleitringdichtung und Wellendichtring auspressen. Die Gleitringdichtung lässt sich nicht weiter zerlegen, ohne dass sie zerstört wird. Beim Zusammenbau der Wasserpumpe wird als erstes das Rillenkugellager bis Anschlag eingepresst. Dann folgt von der anderen Seite der Wellendichtring. Er wird mit der Dichtlippe zum Lager zeigend eingesetzt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Leckwasserbohrung vollständig frei ist. Als nächstes wird die Gleitringdichtung bis auf Anschlag eingepresst.
Auf die Pumpenwelle, auf der zwischen Gleitring und Welle ein Runddichtring montiert wurde, setzen wir den Pumpenflansch, dann die Bundbuchse, das Zahnrad sowie den Mitnehmer und entfetten das Gewinde der Welle und der Mutter. In die Mutter geben wir etwas Loctite 270, schrauben sie auf und ziehen sie mit 8 bis 11 Newtonmeter fest. Die Abdichtung der Wasserpumpe im Gehäuse erfolgt mit 2 Runddichtringen. Und nun zum Einbau. Beim Einsetzen der Wasserpumpe ist auf den Pfeil am Pumpenflansch zu achten. Dieser Pfeil muss zudem an der Leckwasserleitung zeigen. Die Wasserpumpe wird mit 2 Schrauben M6x18 angeschraubt. Nun legen wir auf die Schaltwelle Ausgleichsscheiben auf, und zwar so viele, dass die oberste Scheibe mit der Gehäusedichtfläche auf gleicher Höhe steht. Wir setzen 2 Passhülsen ein, bestreichen die Gehäusedichtfläche und Deckeldichtfläche mit Dichtungsmasse Nummer 40. Anschließend legen wir die Dichtung auf. Wir setzen den Gehäusedeckel auf und schrauben ihn mit 3 Zylinderschrauben M6x60, eine Zylinderschraube M6x55 und 2 Zylinderschrauben M6x42 fest. Die letzte Zylinderschraube wird mit einem Dichtring verbaut, da sie gleichzeitig Ölablassschraube für den Kupplungsraum ist. Das Anzugsmoment der Schrauben beträgt 8 bis 10 Newtonmeter. Wir stellen jetzt das Kupplungsspiel ein. Dazu lösen wir den Gewindestift ca. eine halbe Umdrehung und drehen die Stellschraube etwa 2 Umdrehungen zurück. Zur Demonstration haben wir das Kupplungsseil eingehängt. Jetzt drehen wir die Stellschraube nach rechts, bis der Druckpunkt spürbar wird. Anschließend drehen wir die Stellschraube ca. ein Drittel Umdrehung zurück. Dies ergibt zwischen Kupplungshebel und Anschlag im Deckel ein Spiel von 2 bis 3 mm. Danach schrauben wir den Gewindestift fest und drehen die beiden Verschlussschrauben ein. Zum Abschluss wird der Fußschalthebel so weit aufgesteckt, dass er mit der Schaltwelle bündig ist. Wir schieben den Runddichtring auf die Starterachse